Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mit einem ganz besonderen Set, und zwar einem Kobi-Set von 2013. Und das ist die 1985 Limited Edition der Flughafen von Kobi. Wir sehen schon mal, es ist von 2013 daran, dass wir hier zum Beispiel noch das alte Kobi-Logo haben. Die Verpackungen sehen einfach noch ganz anders aus als die heutigen Verpackungen von Kobi. Dann macht Kobi ja generell nicht mehr sehr viel, was mit zivilen Sachen zu tun hat. Das wird ja immer weiter runtergeschraubt. Und dann sehen wir hier auch noch statt dem Compatible with other brands und hier unten eben dann diesen Baustein, haben wir hier diese Bausteine und Works with other brands. Wie wir das hier sehen, das ist ein Flughafen. Wir haben ein paar Figuren dabei. Ja, vorne auf der Box sehen wir eben den Flughafen abgebildet. Wer hätte es gedacht? Es ist eine Limited Edition. Hier oben sehen wir nochmal die Figuren und dann sehen wir hier eben nochmal die Kobi-Adresse und 203 Teile, 3 Figuren, Limited Edition. Die Figuren sehen halt, naja, schon mal nicht so vielversprechend auf der Packung auf, muss ich sagen. Ich muss sagen, Kobi-Figuren haben sich echt verbessert in den letzten Jahren. Schauen wir uns alleine mal den hier zum Vergleich an. Ich meine, ja, gut. Ich sag mal nicht weiter was dazu. Ich würde sagen, hinten haben wir nochmal den Airport abgebildet. Ihr seht, die ist original verpackt, habe ich mir so gekauft. Ich habe sie aber trotzdem von einem Privathändler gekauft, deshalb kann ich euch jetzt nichts groß verlinken. Ich schaue mal, ob ich das auch noch bei einem geschäftlichen Händler finde. Hier sehen wir nochmal die Abmessungen. Und zwar haben wir hier 39 cm in der Länge und 32 cm in der Breite. In der Grundfläche. Und hier sehen wir nochmal eben diese 39 cm in der Länge und 19 cm ist der ganze Flughafen am Ende hoch. Hier sehen wir 1 zu 1 die Minifigurenskala nochmal abgebildet. Hier haben wir nochmal die ganzen Hinweise dazu. Ich meine, wir kennen das eigentlich. Und hier haben wir nochmal den Airport abgebildet. Die ganzen Logos, die eben drauf müssen. Ihr kennt es, einen grünen Punkt, Recycle und bla und bli und blub. Dann eben, dass es hergestellt in der EU ist. Und hier diese wunderschönen Kobi-Klebestreifen. Die finde ich wirklich fein. Haben was, oder? Ich würde sagen, ich mache das gute Stück jetzt auf jeden Fall auf. Dann zeige ich euch die Tüten und die Teile, ob sich da auch was geändert hat von 2013 bis jetzt. Wir haben ja auch schon einige aktuelle Kobi-Sets reviewed. Und ich würde sagen, wir werden sehr viel Spaß damit haben. Ein erster Pluspunkt von diesen Verpackungen. Man kann sie zerstörungsfrei öffnen. Klar, man muss hier diesen Klebestreifen aufschneiden und dann klappt man es auf und man muss es nicht so aufreißen. Und das finde ich, muss ich immer wieder kritisieren bei Kobi und auch jetzt bei Lego teilweise bei anderen Herstellern, dass man die Verpackungen immer so kaputt machen muss, wenn man sie aufmacht. Das hat man hier nicht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht bei jeden Packungen macht. Und ich werde es bei jeder auch sagen, dass ich das positiv finde, wenn es gemacht ist. Nachdem wir jetzt den Karton aufgemacht haben, haben wir hier die original verpackten Tüten. Die sehen eigentlich genauso aus wie von Kobi heutzutage, würde ich sagen. Und ja, ihr habt euch bestimmt gefragt, wie schaffen wir es mit 203 Teilen doch so ein relativ großes Gebäude zu bauen? Schaut euch mal diese Teile an, was das für wunderschöne Platten dabei sind. Die machen wir dann auf jeden Fall auch nochmal auf und gucken sie uns einzeln an. Dann haben wir hier nochmal relativ große Teile mit Platten und hier das ganze kleine Zeug mit Fenstern und ähnlichem. Wir haben insgesamt diesmal 7 Tüten. Das ist natürlich wieder viel auf die Teile gerechnet, aber es sind halt gerade auch diese kleinen Teile hier dann mal abgesondert, ne? Und das finde ich dann eigentlich doch manchmal ganz schön. Die Minifiguren sind wieder auf verschiedene Tüten verteilt, aber gut, das machen ja die meisten Hersteller jetzt so. Die klauen wir uns dann eben so zusammen, wie wir sie brauchen. Ich habe jetzt mal die Tüte mit den Platten aufgemacht und da sehen wir zum einen, wir haben hier solche Straßenplatten. Die kann man eben hier dann wieder aneinander stecken. Das kennen wir eigentlich, ist ein relativ einfaches System. Dann haben wir so ganz normale Baseplates. Ja, hatte ich sowieso viel zu wenige, muss ich sagen, weil ich ja meistens Modelle baue, die eher so Panzerfahrzeuge sind. Und wenn man dann mal wirklich eine Ruine oder sowas bauen will, sind solche Platten natürlich ganz cool. Dann haben wir die nochmal in Grün, wahrscheinlich für Gras und Rasen. Und dann haben wir nochmal ganz normale Platten in Grau und in Weiß. Und die sind hier zusammengeklebt, angekommen. Eieiei. Kobi-Platten öffnen ist nicht der größte Spaß. Auf jeden Fall, die lege ich jetzt mal auf die Seite. Dann schauen wir uns jetzt noch die Anleitung an und dann fangen wir an zu bauen. Aber bevor wir zur Anleitung kommen, schauen wir uns mal noch das hier an. Und zwar ist es nicht die einzige Limited Edition von Kobi, die wir haben, sondern wir haben noch ein Flugzeug und einen Hubschrauber. Und ich würde sagen, die kaufe ich mir auf jeden Fall auch noch. Und die werden wir hier auch noch vorstellen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat.
Und jetzt zur Anleitung, die ist Kobi-typisch relativ groß. Die war leider so zusammengefaltet im Karton, aber das kennt man ja auch. Und sie ist Kobi-typisch gestaltet. Es wird ausgegraut, was schon gebaut ist, was neu gebaut wird, ist wieder in Farbe dargestellt. Ich kann danach sehr gut bauen. Es gibt Fans, es gibt Hater davon. Ich würde sagen, da haben wir keine großen Überraschungen. Kobi-Qualität, ich denke, da haben wir keine großen Probleme. Wenn wir doch Probleme haben, weil es ein altes Set ist, dann werde ich euch dazu auf jeden Fall auch noch was sagen. Wo ich schon viel eher kritisch bin, ist bei was ganz anderem. Und zwar haben wir Kobi untypisch, zumindest bei den heutigen Sets, einen riesigen Stickerbogen. Es ist eine Limited Edition. Und ich gehe mal davon aus, dass man sich eine Limited Edition eigentlich ins Regal stellen soll und damit nicht groß gespielt werden soll. Und dann finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass wir so einen riesigen Stickerbogen haben. Das ist ja diese riesige Debatte mit sind Sticker gut, sind Sticker nicht gut. Ich sag ganz ehrlich, in einem Set, was man sich hinstellt und was schön aussehen soll und auch lange schön aussehen soll, haben Sticker nichts zu suchen. Und deshalb ist das schon mal ein Minuspunkt, den ich Kobi da anrechnen muss. Aber gut, es sind halt noch die alten Sets von Kobi. Und da ist noch nicht wirklich Pet Printed No Stickers da gewesen. Heutzutage hätte man sowas gedruckt. Das muss man halt einfach sagen. Hätte vielleicht dann 5 Euro mehr gekostet, aber hätte mir bei einer Limited Edition einfach auch besser gefallen. Aber bevor wir uns jetzt weiter über die Sticker aufregen, würde ich sagen, ich fange einfach mal an zu bauen. Und dann lasse ich das mal auf mich wirken, zeige euch ein paar einzelne Bauschritte, sage euch, was gut gelaufen ist, was nicht gelaufen ist. Und am Ende gibt es eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung, beziehungsweise ob ich euch empfehlen würde, für den relativ hohen Preis, den ihr jetzt als Summer Edition hat, euch das zu kaufen oder ob es sich meiner Meinung nach nicht lohnt. Und vor allen Dingen interessiert mich, ist die Kobi-Qualität genauso gut wie heute? Oder sind die Steine klemmkraftmäßig schlechter? Ich finde gerade hier von diesen Platten sehen wir wieder, es ist super. Ich meine, da ist nichts zerkratzt. Wir haben keine Farbabweichungen auf den ersten Blick. Das ist super. Und dann schauen wir, ob das bei den Teilen auch genauso ist. Und fertig sind wir mit Bauschritt 11. Und die Kobi-Steine sind hier, würde ich sagen, relativ gut wirklich. Also, ich habe ja bei alten Kobis jetzt schon Erfahrungen gemacht, dass die Kobi-Steine dann wirklich so zusammenzupressen sind, kein schönes Gefühl. Und dann zwar halten, wie heutzutage die Kobi-Steine, aber die lassen sich gut zusammenbauen. Und die lassen sich halt auch sehr gut zusammenbauen. Und das ist ein Vorteil, wirklich auch für ein altes Set, wo ich sagen muss, es gibt einen Daumen hoch. Das hat eine ordentliche Qualität. Ich finde auch, dass sonst hier die Angusspunkte nicht so schlimm sind, wie man das teilweise mal bei Kobi sieht. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal anschauen, da sieht man sehr, sehr offensichtlich die Angusspunkte zum Beispiel. Und das ist wirklich sehr extrem. Und zum Beispiel auch bei diesen Trans-Clear-Teilen hier sieht man schon Angusspunkte, obwohl die sonst wirklich sehr gut sind. Sie sind nicht milchig, sie sind kaum zerkratzt, die haben eine ordentliche Qualität. Was hält der Steine an der Stelle freuen würde? Die Türen, die wir hier vorne verbaut haben, die halten auch. Die fallen nicht weg aus ihrer Position. Und wenn ich jetzt hier reindrücke, seht ihr, ja, das sind Türen, die kann man bewegen. Die rasten hier richtig schön ein und das ist ein gutes Gefühl. Dann sehen wir hier so eine Art wie Ansatzbildschirm schon mal angedeutet. Das wird dann wahrscheinlich mit Stickern gelöst. Schade, schade an der Stelle. Eben hier schon ein bisschen das Interieur. Und ich finde, das sieht an und für sich schon mal wirklich ordentlich aus. Und für 11 Bauschritte haben wir doch schon einiges geschafft. Ich meine, die Anleitung hat ja insgesamt 38 Bauschritte. Und das wird natürlich noch alles vergrößert. Hier kommen noch die Straßenplatten dran und wir werden noch sehr viel Spaß haben. Aber bisher bin ich positiv überrascht. Bis auf diese Stellen bei den Fliesen. Die sind wirklich krass. Die anderen Angriffspunkte bei den anderen Stellen sind wie bei heutigen Kobi-Sets nicht perfekt, aber man kann sie meistens verdecken, indem man sie in die Mitte dreht. Ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. So, wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 18 und das möchte ich euch gerade mal nicht zeigen, ausnahmsweise. Ich meine, klar, wir haben jetzt hier ein Dach drauf gebaut, das Gebäude ist alles ein bisschen ausgearbeiteter. Wir haben hier vorne so eine Grünfläche drauf gebaut, hier diese Absperrungen, eine kleine Bank. Alles ein bisschen Dekokram, alles ein bisschen schöner gemacht, detaillierter gemacht. Das ist aber nicht das, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich wollte jetzt eigentlich noch den Tower bauen und den dann draufsetzen und euch dann den nächsten Bauschritt zeigen. Das war der Plan hinter der ganzen Sache. Dabei wurde ich aber ein bisschen gestört und zwar bei Bauschritt 19 und 20 schon. Weil wir haben hier ein massives Qualitätsproblem bei den Kobi-Platten. Und das habe ich so von Kobi noch nicht gesehen. Ich meine, es ist ein altes Set, das muss ich immer wieder dazu sagen, es ist ein altes Set, macht dafür Kobi heutzutage nicht mehr verantwortlich, aber es ist nun mal da und es ist schade, wenn das in der Limited Edition so ist. Und zwar haben wir hier massive Probleme mit der Entgratung. Seht ihr das? Da sind noch richtige Grate dran. Und das ist ein großes Problem. Also
Das ist auch scharf, das ist scharfkantig, das muss ich euch gleich sagen. Und da muss man aufpassen und sowas erwarte ich bei King, ehemals Leppin oder bei irgendwelchen anderen chinesischen Herstellern. Aber sowas erwarte ich eigentlich nicht bei einem Kobi-Set. Und deshalb muss ich euch davor warnen, wenn ihr euch hier so eine Limited Edition kauft oder ein Set von 2013, würde ich sagen, da müsst ihr aufpassen, da kann es solche Probleme geben und da warne ich euch davor. Auf jeden Fall, sonst habe ich keine Probleme gehabt. Wir haben weiterhin natürlich so bei den Platten diese Auffälligkeiten, dass da wirklich so diese Angusspunkte sehr stark zu sehen sind, zumindest im richtigen Licht. Also hier kriege ich es jetzt gerade nicht hin, weiß nicht, bin gerade ein bisschen doof scheinbar. Auf jeden Fall glaubt mir einfach, man sieht die schon sehr offensichtlich, wenn man die ein bisschen im Licht hat. Und das ist doof, gerade weil ich habe ja wie gesagt ein Regal, wo ich mit LED-Streifen meine Sammlung beleuchte. Und da fällt dann sowas sehr, sehr stark auf. Und das ist natürlich schade. Ich baue jetzt aber auf jeden Fall weiter. Baue jetzt noch den Tower zu Ende. Dann setzen wir den, denke ich mal, zusammen drauf. Dann sage ich noch was dazu. Dann wird noch so die ganze Rollbahn gebaut. Und dann sind wir auch schon fertig. Und wie gesagt, am Ende gibt es ein Fazit dazu. Und das ist das gute Stück auch tatsächlich schon fertig. Und keine Angst, ich zeige euch das natürlich auch nochmal mit einer ordentlichen Ansicht und nicht mit dieser Draufsicht. Ich wollte euch nur als erstes mal das Ausmaß dieser Grundfläche zeigen, die wir hier haben. Und da habe ich zum Beispiel mal dieses Sluan-Auto. Ja, ich denke, da können schon einige Leute was damit anfangen, größenmäßig. Dann habe ich zum Beispiel noch ein Skoda Kodiaq von Kobi. Ich meine, Kobi-Fans kennen vielleicht Kobi-Produkte noch besser. Und ich sag mal so, es ist schon wirklich groß. Man kann da ein bisschen was machen, man kann da auch ein Flugzeug draufstellen. Eine Fokker DA1 würde dort drauf passen zum Beispiel, macht natürlich maßstabsmäßig nicht den meisten Sinn am Ende, aber man könnte das hier draufstellen. Aber dann haben wir das schon mal geklärt. Und in der Draufsicht mache ich mal noch was anderes mit euch. Und zwar, natürlich ist auf den Bildern hier sonst auf der Verpackung alles eben schön weiß und mit Streifen. Das ist aber mit Stickern gelöst, genauso wie die Flaggen hier zum Beispiel. Und die Sticker mache ich nicht drauf, weil ich möchte mir das irgendwo hinstellen und möchte nicht, dass es am Ende dann mit abhängenden Stickern rumsteht. Und in der Draufsicht machen wir noch was anderes, aber damit können wir mal ein bisschen runtergehen. Also da brauchen wir hier jetzt nicht diese Mega-Draufsicht. Und zwar können wir uns die Figuren noch anschauen. Und da haben wir einmal den Fluglotsen, der dann eben im Tower stehen kann. Finde ich vom Körper ganz schön. Das Gesicht kann man drüber streiten. Finde ich nicht so gelungen. Dann haben wir einen Gast, der zufälligerweise genau dieselben Haare wie der Fluglotse hat. Der hat halt einen Koffer in der Hand. Outfit, naja, man muss über die Zeit denken, was das darstellen soll. Ich finde es auch vom Gesicht, wie gesagt, nicht so schön. Und dann haben wir noch eine, ich würde mal sagen, Stewardess. Vorteil hat hier so einen Pferdeschwanz. Und ich habe da einfach mal die zwei Koffer noch in die Hand gegeben. Und jetzt würde ich sagen, baue ich mal diesen ganzen Teil hier ab. Und dann können wir uns das hier mal ordentlich in einem vernünftigen Maßstab und in einer ordentlichen Ansicht das Gebäude anschauen. So, und hier sehen wir schon mal, man kann die Platten, diese Grundplatten eigentlich sehr gut von dem Gebäude trennen. Das ist eigentlich hier nur so festgemacht und eben am Ende modular geregelt. Das ist schön gemacht, weil es hat ja nicht jeder Platz für diese riesige Grundplatte hier. Aber das Gebäude, dafür haben schon mehr Leute Platz. Und ich finde es natürlich toll, dass diese Platten auch in dieser Form und diesem Ausmaß und der Menge dabei sind, weil das ist ein sehr großer Spielwert, wenn man den Platz hat. Und wenn man den Platz nicht hat, dann hat man eben dieses kleine, schöne Grundgebäude hier. Dann können wir uns das hier auf jeden Fall mal zusammen anschauen. Wir haben eben, wie gesagt, hier diesen Eingangsbereich, diese Türen hier vorne, diesen Bereich, der so ein bisschen wie draußen mit Deko gebaut ist. Und eben oben den Tower. Die Spielbreite betragen immerhin 7 Noppen, die wir hier haben. Und oben im Tower haben wir auch 7 Noppen. Wir haben natürlich schon ein bisschen Spielwert, also wenn man das als Spielset benutzt und dann auch die Sticker aufklebt, haben wir genug Funktionen, die man bespielen könnte und auch genug Situationen, die man durchspielen kann. Dann kauft man sich halt noch ein kleines Flugzeug dazu, stellt sich auf die Rollbahn und hat man richtig Spaß damit, denke ich. Und die Steinequalität ist durchgehend eigentlich sehr gut. Diese schlecht entgrateten Teile, auf die ich schon eingegangen bin und eben diese Angussstellen, die ich ja auch schon erwähnt habe. Dann muss man auf jeden Fall sagen, dass man beim Bau Spaß hat. Also es wird dabei nicht langweilig. Es sind schöne Bautechniken dabei. Zum Beispiel hat man hier bei dem Tower diese roten Steine. Steine, die eben in beide Richtungen keine Noppen haben, sondern Noppenaufnahmen. Damit man dann diese Glasteile quasi verschieden rum wieder draufsetzen kann, um diese schöne Optik vom Tower hinzukriegen, dass das eben so nach oben gewölbt ist. Und oben haben wir dann die Prusteine, die wir eben drauf machen, um hier wieder die Baurichtungsumkehr hinzukriegen.
Finde ich top, ist schön gelöst. Und das sind im Endeffekt auch solche Bautechniken, wo du sagst, dafür lohnt es sich einfach auch Kurbi zu bauen, weil diese Prüfsteine zum Beispiel gibt es ja zum Beispiel beim dänischen Hersteller einfach gar nicht. Und auch solche Bautechniken gibt es da relativ selten, dass da mal ein bisschen was innovativ ist. Wir haben natürlich auch nicht nur die 7 Noppen Spielbreite im Gebäude, sondern wir haben ja auch noch vor dem Gebäude hier Platz. Und man kann hier noch sehr viel erweitern. Das ist alles so, dass man es modular erweitern könnte, wenn man eben die Platten und Steine dazu hat. Was ich super cool finde, weil das ist die eigentliche Idee von Klemmbaustein. Ich finde auch den Eingangsbereich hier wirklich schön und liebevoll gestaltet. Dass wir hier zum Beispiel nochmal diese Trans-Deer-Teile haben, wo eben diese weißen Teile drüber sind, was so diesen Eingangsbereich mit so einem kleinen Plexiglas-Dach darstellen soll, finde ich super gemacht. Ich finde es auch schön, dass der Tower hier so schön angehoben ist, trotzdem auch bespielbar ist, groß genug ist, auch wenn es vielleicht dann maßstabsgerecht manchmal nicht hundertprozentig passt. Aber das ist bei einem Spielset halt auch nicht das Wichtigste. Die Anlagung hat überhaupt keine Probleme gemacht. Da hatte man wirklich Spaß, wie man das von Kobi gewöhnt ist, hochqualitativ, auch schon zu diesem Zeitpunkt 2013. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, man klebt bei diesem Set auch wieder die Sticker ganz am Ende, wenn man sie kleben möchte. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man hier schon im Gebäude eigentlich auch Sticker aufkleben müsste. Und das wird dann eine Qual, wenn das halt bei der Bauanleitung einfach nicht gezeigt wird, wo muss der Sticker hin und wann muss er dort drauf. Das hätte man auf jeden Fall ein bisschen schöner lösen können. Noch eine Stelle, wo man sagt, das Meckern auf hohem Niveau, aber das kann man schöner lösen, ist hier oben im Tower. Und zwar baut man hier ja erstmal diese ganze Glaskonstruktion, dann die Prüfsteine drauf. Und das ist einfach nur hier eine Plate-Schicht, die dann das Dach bildet. Und wenn man dann hier drauf aber weiterbaut, mit zum Beispiel eben diesen Steinen, die drauf müssen, dann muss man das sehr aufpassen, dass man das nicht zu sehr durchdrückt. Und ich glaube, das sollte man auch, wenn man damit spielen will, nochmal verstärken. Kein großes Problem. Es sind leider die Ersatzteile dafür nicht dabei. Generell sind keine Ersatzteile dabei. Aber man hat, glaube ich, immer mal eine graue Platte übrig, die man hier unten vielleicht nochmal reinmachen könnte. Damit das einfach ein bisschen stabiler ist und das Spiel besser aushält. Ich meine, das kann auch mal fallen. Einzigster Punkt, wo es sich lösen könnte, ist das hier. Auch hier ist dasselbe. Wenn ihr ein paar weiße Steine übrig habt, macht hier mal noch eine Verstrebung rein. Dann kann sich diese Platte nicht mehr lösen. Weil generell kann man das eigentlich überall hochheben. Das hält es aus. Da muss man nicht aufpassen. Aber ihr habt es gesehen, diese weiße Platte ist das, was dann sich löst. Und das könnte man mit einer Bestrebung einfach anders machen. Das könnte man besser machen. Und das ist der Punkt, da ist halt ein bisschen sehr viel Luft drunter, ne? Das ist einfach nur umbaute Luft hier drin. Was natürlich logisch ist bei einem 200-Teile-Set, was so groß ist. Dafür hat es auch, wie gesagt, sehr viel Spielwert und deshalb kritisiere ich es auch nicht. Aber man kann das halt ein bisschen besser lösen, wenn man selber noch Steine zu Hause hat. Da muss man nicht sonderlich kreativ sein. Das muss einfach nur halten. Ganz ehrlich, wenn man hier einen Zweier und hier einen Zweier reinmacht, das sieht nicht schlecht aus und man hat seinen Spaß damit. Ich habe auf jeden Fall auch meinen Spaß damit, weil ich stelle den Flughafen dann irgendwo bei mir hin. Und stell mir da ein paar Flugzeuge drauf, vielleicht noch ein paar Trabis oder was weiß ich. Muss ja nicht unbedingt logisch sein. Hauptsache man hat Spaß und das ist das Ding. Hauptsache man hat Spaß mit den Klemmbausteinen. Und das hat man mit diesem Set auf jeden Fall auch. Ich kann euch empfehlen, kauft gerne diese Limited Edition, wenn ihr das Geld dazu ausgeben wollt. Wenn nicht, dann holt euch ein aktuelles Kobi-Set, wenn ihr Kobi-Fan seid. Ich kann hierfür auch eine Kaufempfehlung rausgeben. Hat Spaß gemacht, hat kleine Fehler, habe ich euch gezeigt. Aber die positiven Aspekte überwiegen mal wieder. Und dementsprechend gibt es eine Kaufempfehlung. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Haut rein, euer Krieg der Steine.